Nein, 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 nein! Was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Schlachten meine Männer ab wie Fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das Sie in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der! Sie wollen beweisen, dass Sie aus Fleisch und Blut sind? Dann bringen Sie sie mir! Ich werde sie nackt an Ihren Füßen am Eiffelturm aufhängen und Ihre Leichen in die Kanalisation werfen lassen, dass die Ratten von Paris sich an Ihnen mästen! Verbrechen! Führer, Sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Sehen Sie sich an, wir müssen Sie mitnehmen. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Erich, ich brauche 200 Liter Benzin. Nein! Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobung gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das kann ich dir am Telefon nicht sagen. Ich melde, der Führer ist tot. Ich rieb ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Kabakum, ein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo, poor old man. Kompliment. Ich sollte längst bei meiner Truppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch braucht? Austrinken. Führerbefehl. Sie haben heute großen Eindruck gemacht auf den Führer. Aber Sie glauben nicht, dass Steiner morgen angreift, habe ich recht. Ich bezweifle allerdings, dass Steiners Verbände für einen Angriff ausreichend sind. Aber was erzähle ich Ihnen das, meine Herren? Das wissen Sie doch besser als ich. Wenn Steiner nicht angreift, ist Berlin verloren. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Nein! Mein Führer, Frau Goebbels ist hier. Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht!